dem Vorschlag auch von Präsident Zelensky folgend dafür werben, dass eine Anschlusskonferenz stattfindet, in der dann auch Russland teilnimmt und in der diese Fragen diskutiert werden. Nicht sicher, dass es kommt, aber jede Mühe wert. Wir bemühen uns in jedem Fall. Und ansonsten, das will ich bei der Gelegenheit sagen, sind unsere Entscheidungen ja auch sehr klar. Wir unterstützen die Ukraine so umfassend, wie das jetzt erforderlich und auch notwendig ist. Und gleichzeitig sind alle unsere Entscheidungen so abgewogen und so getroffen, dass es nicht zu einer Eskalation kommt des Krieges zwischen Russland und der Ukraine, zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO. Deshalb also zum Beispiel die klare Aussage, welche Waffen wir liefern und welche wir nicht liefern. Deshalb die klare Aussage, dass wir gesagt haben, weitreichend in das Hinterland kann mit den von uns gelieferten Waffen nicht gewirkt werden. Es war notwendig, im Umfeld von Charkiw etwas zu entscheiden, damit nicht die Grenze missbraucht werden kann als Schutzschild für massive Angriffe gegen diese Großstadt. Und natürlich gehört auch dazu, dass wir sehr klar gesagt haben, wir werden nicht mit unseren Soldaten und Flugzeugen, Raketen oder Flugzeuge Russlands abschießen und wir werden auch nicht Soldaten dorthin schicken. Also eine Thank you.